Hier möchte ich euch die Nutzung der WeConnect App zusammen mit dem E-App genauer aufzeigen. Also starten wir mal die WeConnect App. Diese hat man zuvor beim Google Play Store runtergeladen. Okay, das ist zuerst der Startbildschirm, wenn man sich noch nie eingeloggt hat. Wie man jetzt eine Volkswagen ID erstellt und die WeConnect Anwendung über Web nutzt, habe ich Ihnen schon bei einem anderen Video erklärt. Bitte schauen Sie die, wird unten verlinkt, und schauen Sie diese nochmal an. Ansonsten hier einfach auf Login klicken. Das dauert eine Kleinigkeit. Hier wird man dann aufgefordert, seine Volkswagen-ID einzugeben. Vorher hat man ja eine Registrierung gemacht. Also gebe ich mir jetzt meine Volkswagen-ID ein. Und hier das Passwort. Anschließend wird man auf WeConnect verbunden. Hier sehe ich auch schon, standardmäßig ist das Auto so eingestellt, auch mit der Autofahrer, wie es zugelassen wurde. Jetzt fragt ab, Zulassung, dass die WeConnect auf den Standort Ihres Fahrzeuges zufahren kann. Ja, macht Sinn, dass man das annimmt. Zulassen, Kalender und Termine. WeConnect liest auch die Kalender aus und zeigt die diese an in WeConnect App an. Es macht nicht gerade viel Sinn, aber man kann es auch verwenden unter Umständen. Ihr Fahrzeug kann noch mehr. Für Ihr Fahrzeug stehen Ihnen eine Auswahl mobiler Online-Dienste zur Verfügung. Je nach Fahrzeugausstattung können Sie diese nachträglich aktivieren. Ich möchte keine Informationen mehr über neue Produkte in dieser App enthalten. Eventuell kann man sich das anklicken, wenn man nicht möchte, dass VW einem immer wieder neue Infos gibt hierzu. Okay. Gut. Ihr Servicepartner wird man jetzt nun gefragt. Sie können Ihren persönlichen Servicepartner in den Fahrzeugeinstellungen festlegen und ansehen. Für dieses Fahrzeug nicht noch einmal fragen. Jetzt kann man einen Servicepartner festlegen, damit man weiß, wenn man einen nächsten Service hat, wo man dann hinfahren muss oder den informieren muss oder anrufen und so weiter. Dann hat Kontakt aufzubauen. Kann man auch jetzt festlegen, den nächstgelegenen Servicepartner aussuchen und speichern lassen. In dem Fall habe ich einen Servicepartner in Meran ausgesucht, der in meiner Nähe ist. Und da kann ich ihm auch eine E-Mail schreiben. Okay, ich kann den auch speichern unter als Favoriten, damit ich weiß, wie ich da kürzer hinkomme. Aber ich glaube, das braucht man das erste Mal und danach weiß man seinen Servicepartner Nähe. Höchstens ist es sinnvoll, wenn man unterwegs ist und ein Problem mit dem Auto hat, dann kann man den nächsten Servicepartner von seinem E-App in der unmittelbaren Umgebung finden. Okay, jetzt gehen wir mal unter Konto. Willkommen bei WeConnect mit dem Namen und den Benutzerdaten. Ihre Daten. Lesen wir mal Ihre Daten aus. Hier kann man eigentlich, Sie können Ihre persönlichen Daten wie im WeConnect-Ball anpassen. Auch hier oder WeConnect mit der S-PIN-Nummer auch. Einstellungen. Hier kann man verschiedene Einstellungen machen, wie die Karte angezeigt wird. Entweder als Standard, was normalerweise sinnvoll, Hybrid mit Satelliten und Standard. Möchte man noch die Verkehrslage anzeigen, das macht da nicht Sinn, damit man weiß, ob Stau sind. Zu Hause und Arbeit anzeigen, Favoriten anzeigen, Termine anzeigen. Termine, ja, kann man mal lassen, aber hat nicht seinen Sinn.
eventuell 1 Kilometer rechnen und besser, dass ich das mal zu Fuß zurücklege und nicht mit dem Fahrzeug. Routenoptionen. Klarerweise kann man hier auch eingeben: Mautstrade vermeiden, Autobahnen meiden oder Fähren meiden. Prüfung für mobilen Schlüssel, dieser funktioniert bei mir nicht. Man kann ihn prüfen lassen. Nein. Einheiten Celsius und Kilometer, das passt. Okay, das war's schon bei den Einstellungen. Gut, gehen wir dann zum Fahrzeug. Im Fahrzeug sieht man ganz von oben sieht man seinen Namen, dass man im Fahrzeug gewählt hat oder der gewählt wurde eigentlich. Man kann ihn aber auch anpassen. Ich habe Move E61 E1F. Darunter sieht man das Bild des Fahrzeugs, auch das eigentlich das Originalbild mit Farbe. Darunter die 174 Kilometer Reichweite in diesem Fall. Und da habe ich 7 Balken, das heißt etwa 70% habe ich aufgeladen. Das Fahrzeug ist entriegelt, weil ich mich gerade im Fahrzeug befinde, wo ich diese Aufnahme mache. Ich habe eine Klimatisierung auf 21,5 Grad eingestellt. Laden momentan ist nicht verbunden. Man kann hier anklemmen, laden, suchen, versuchen. Also, wenn ein Ladekabel angeschlossen ist, dann kann man hier die Ladung auch starten. Jetzt möchte ich nur mal einen groben Überblick geben. Danach, was ich im nächsten Video zeige, wie ich mit der WeConnect gezielt und sinnvolle Ladungen steuern kann. Das heißt, sinnvoll wäre es dann 80% aufladen, wenn man zu Hause ist, täglich. Maximal auf 80%, dann wäre eine Batterie, die Akku geschont. Eine Sofortladung auf 50% ist sinnvoll, damit man sicher ist, man hat genügend Akku den Akku genügend aufgeladen. Und so weiter. In Fahrzeuginformationen findet man noch weitere Infos. Die Türen sind alle geschlossen. Okay, die Daten vom Auto sind folgendermaßen, von oben nach unten. Also oben steht der Name des Fahrzeugs. Man kann es in hier auch anpassen lassen. Man kann eventuell hier reinschreiben, mein E. Ab. Man sieht dann hier auch unter MyApp die sogenannte FIN-Nummer, mit der man das Auto registrieren kann bei der WeConnect App. Die Gesamtfahrstrecke, in dem Fall 2038 Kilometer. Die nächste Inspektion sollte man mit 28.000 Kilometern in 28.000 Kilometern machen oder in 701 Tagen. Also alle 30.000 Kilometer. Klimatisieren ist auf 21,5 Grad. Den Ladestrom habe ich immer eingestellt auf Maximum, was der Kabel in dem Fall hergibt. Mindestladestand immer 15%. Eventuell kann man hier auch die Fachdaten zurücksetzen, damit man wieder von neu starten kann. Die Online-Dienste sind hier die verfügbaren Dienste Fahrzeugstatus, alle relevanten Fahrzeugdaten von überall einsehbar. Türen und Licht, vergessen Sie sich, ob Türen verriegelt sind und das Standlicht ausgeschaltet ist, die Parkposition, damit man sein Auto leichter findet, die Klimatisierung kann man einstellen, das Laden kann man kontrollieren, stoppen, starten, Abfahrtszeiten festlegen, sozusagen dann die Ladung vornehmen und auch hier komfortables Klima in dem Fahrzeug, Fahrdaten auslesen und auch analysieren, Ziele festlegen und den Servicepartner finden. Okay. Darunter, unter meinem Namen, meine App in dem Fall, ist ein Bild meines Autos abgespeichert, auch in der Farbe. Darunter sieht man die Restreichweite, das ist 208 Kilometer. In dem Fall etwa 70% aufgeladen. Das Fahrzeug ist entriegelt. Weitere Daten sind die Klimatisierung und Laden, weil ich momentan bin ich mit keinem Ladekabel verbunden. Das Licht ist aus, Türen geschlossen, okay.
Kilometer habe ich zurückgelegt, die 238. Klappe hinten am Kofferraum, vorne und hinten geschlossen. Die Inspektionsdaten, und wenn man nach links fährt, ich habe 19,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer letzten Fahrt gebraucht und die habe ich 19 Kilometer zurückgelegt. Okay, um jetzt die Daten neu zu laden oder neu zu übertragen zum Auto hin, zuerst zum VW-Server und dann zum Auto hin, muss man einfach von oben nach unten wischen im Bildschirm und dann wird zuletzt bekannter Stand ausgelesen oder übertragen. Das kann je nach Verbindung oder nach Serverlast und so weiter doch etwas dauern. Okay, Entschuldigung, leider ist jetzt schief gelaufen. Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung. Okay, Internet habe ich, WLAN funktioniert recht gut. Lesen wir es halt nochmal aus. Hier sieht man auch, die Abfahrtszeiten werden synchronisiert, die Fahrdaten, die Berechtigungen, die Ziele, Servicepartner, die werden alle soweit möglich jetzt synchronisiert mit dem Fahrzeug. Okay, die Daten wurden jetzt synchronisiert. Gut, dann gehen wir weiter zu den Berechtigungen. Die Abfahrtszeiten und die Fahrdaten möchte ich in den eigenen Videos, im nächsten Videos zeigen, wo ich dann gezielt eingehe, wie man die Ladung effizient mit der WeConnect App durchführt. Okay, Berechtigungen. Teilen Sie die WeConnect-Dienste Ihres Fahrzeugs mit Verwandten, Freunden, so laden Sie Verwandte und Freunde ein, Mitnutzer Ihres Fahrzeugs, meine E-App, zu sperren. Sie können so Ihre Online-Dienste teilen. So können auch andere, eventuell die Frau und so weiter, die Daten aus dem Auto auslesen mit Ihrem Handy. Ganz einfach einladen. Und dann muss die Person dann eine ID erstellen und das Fahrzeug dann zuweisen. Das kann man per E-Mail oder auch per WhatsApp senden. Als Mitbenutzer kannst du verschiedene Dienste mit vom Infotainment-System kostenfrei nutzen. Bitte melde dich mit deiner E-Mail-Adresse in der WeConnect App oder im WeConnect Portal kostenfrei unter dieser ID an und bestätige die Einladung. Okay. Und senden. Der Benutzer muss das dann innerhalb 14 Tage die Einladung annehmen. Und danach kann man gewisse Online-Dienste für- und freischalten. Meine Ziele. Hier kann man gewisse Adressen schon vordefinieren, Favoriten vordefinieren. In dem Fall normalerweise die Standard ist Privatadresse, Geschäftsadresse, Servicepartner und dann noch andere Adressen, wo man öfters hinfährt oder weiter weg hinfährt oder wo es Sinn macht, diese zu verwalten, diese Ziele. Gut, Karten, die Navigation. Okay,
Ich kann jetzt mal eingeben, zum Beispiel München. Okay. Speicher. Wärmerding. Als Favorit speichern. Hier sieht man, wie ich zum Beispiel vorhin, Wärmerding habe ich jetzt als neues Ziel festgelegt. Mit der App Maps & More am Auto kann ich dann dahin navigieren, in diesen neuen Zielen, die ich über die WeConnect App definiert habe. Okay, um eine Routenberechnung vorzunehmen, muss man ganz einfach unter meine Ziele gehen. Man wählt zum Beispiel jetzt in dem Fall München aus. Wie komme ich hier am besten nach München? Scrollt runter. Man kann jetzt anfangen, Zielführung zum Auto, Zielführung zum Ziel, Route anzeigen. Jetzt gehe ich mal auf Route anzeigen. Dann sieht man die Route von meinem derzeitigen Standort vom Auto bis nach München. Das sind 307 Kilometer, 3 Stunden 35. Ich wähle München nochmal aus. Zielführung zum Ziel. Dann wird gleich Google Maps aufgerufen und die Routenplanung vorgenommen. Ein Manko, was ich hier sehe, ist auch, dass man leider nur bei Tankstellen die eigentlichen Tankstellen findet, die aber nicht die Elektro-Tankstellen, was man für ein E-App und so weiter haben möchte. Dies ist, denke ich, noch nicht ganz ideal gelöst. Das müsste VW auch nacharbeiten. Okay, das war's dann mit dem Video und der ersten Einführung mit WeConnect. Beim nächsten Video zeige ich die WeConnect-App, wie man diese nutzt, im Zusammenspiel mit den Aufladungen. Mit gezielten Aufladungen, das heißt zu Hause mit 80% aufladen, mit Klimatisierung eventuell und so weiter. Also schaut in der nächsten Woche wieder vorbei. Okay, das war's. Mit den folgenden Winterbildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-App auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich freuen. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Grüße, ciao, euer Elektro-Auto-Kanal. Tschüss.